Hallo und willkommen zu einem weiteren Test von mir. Ich möchte euch heute mal die Kaffeereinigungstabletten von Ambiclean zeigen. Würde einfach mal euch zeigen, wie die Tabletten aussehen. Und im Anschluss auch noch würde ich euch einen Test fahren, wo ihr einfach mal seht, wie das Ganze auch gemacht wird. Die Tabletten selbst sind in diesem Behälter, sind diesen Plastikbehälter. Sind so groß, wie ihr seht, so auf so und werden bei mir in meiner Maschine oben eingeführt in den Kaffeepulvereinlass. Machen wir gleich mal eine. Ganz mal rein. Und dann wird bei meiner Maschine hier umgestellt, damit sozusagen hier der Kaffeelöffel erscheint und dass wirklich das Pulver, was hier drin ist, auch genutzt wird. Ebenso bei meiner Maschine ist es so, muss man dann das ganze Thema, das halbe Glas voll laufen lassen und dann warten, Viertelstunde, und dann macht man es ganz normal wieder an und dann ist die Leitung, sind die Leitungen sauber. Er muss dann nochmal zwei, dreimal nachspülen, die Brüheinheit rausmachen, das war's. Zuletzt noch ganz kurz gesagt, weshalb sollte man so Reinigungstabletten immer wieder nutzen? Ganz, ganz einfacher Grund, der Kaffee schmeckt nach einer bestimmten Zeit, wird immer bitterer, weil die Leitungen sich sozusagen zusetzen. Und dementsprechend ist es etwas sehr Wichtiges, um einfach zum einen die Maschine langmöglichst zu behalten. Zum anderen einfach auch den Geschmack vom Kaffee weiterhin so genießen zu können, wie er auch sein sollte. Ich würde jetzt erstmal starten und würde mich dann in 15 Minuten, wenn das ganze Thema beendet ist, wieder bei euch melden. Danke und bis gleich. Ciao. So. 15 Minuten sind jetzt um. Ich würde jetzt anhand meines Beispiels euch zeigen, wie das Ganze dann am Schluss aussieht. Macht die Maschine kurz an. So. Genau, jetzt erhitzt sich die Maschine kurz. Und letztendlich muss ich jetzt sozusagen an der Seite die Brüheinheit einmal waschen, zweimal durchlaufen lassen. Ich mache es meistens drei oder viermal und das war's dann schon. Dann ist die Maschine wieder soweit sauber und das war's von meiner Seite her. Genau. So, ich mache es ein bisschen kurz schnell und dann seht ihr es am Schluss, wie das dann aussieht. Bis gleich. Habe das jetzt ganz normal sauber gemacht, lasse jetzt noch einmal den Kaffee durchlaufen und würde dann im Anschluss das Ganze nochmal machen, aber ich denke mal, das müsst ihr jetzt noch nicht wirklich mitbekommen. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, der Kaffee hat
nach meinen bisherigen Reinigungen immer danach deutlich besser geschmeckt. Das sieht aus. So, genau. Genau, und was ich jetzt auch schon jetzt sehe, es kommt irgendwie auch mehr Wasser wieder durch. Das ist mir bisher da noch nicht aufgefallen, aber ist auf jeden Fall auch ein positiver Effekt, dass auch wieder mehr Kaffee durch die Leitung durchkommt. Ansonsten wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!